Will mich FIFA eigentlich nur verarschen? Da kriege ich eine Nachricht von Mikkel. Er hätte gerne mehr Einsatzzeit. Das ist der Ersatztorwart von uns. Ich drücke auf Weiter. In den nächsten 2 Tagen. René Adler, Trainingsverletzung, Muskelriss in der Wade. Einschätzung ihres Ärztestabs, wird er für 8 Wochen ausfallen. Wollen die mich verarschen? Wie sollen wir denn? Der Junge kratzt uns einen nach dem anderen die Dinger hinten raus. Wie soll man das denn jetzt kompensieren? Na, ich bin echt gespannt. Also, da müssen wir jetzt echt uns was einfallen. Dann wird Mikkel natürlich jetzt seine Chance kriegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist aber verdammt da Verschwörungstheorie. Hat der Mikkel da etwa dem Adler was angetan? Was meint ihr dazu? Na, Spaß. Aber will mich FIFA verarschen? Der Mann, der immer bei uns Spieler des Tages ist, weil er uns immer den Arsch rettet. Ja, der verletzt sich. Super. So wünscht man sich das. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal Folgendes machen. Jetzt müssen wir unseren Torwart auswechseln. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir noch einen dritten? Weil wir müssen ja Adler komplett aus dem Kader streichen. Ich glaube es nicht, ey. Adler muss raus, dass ich das erleben darf. Das wäre das Letzte gewesen, was ich tue. Und dann Adler, haben wir überhaupt noch Dropny? Ich weiß das nämlich nicht. Ah, da sieht es nämlich aus. Da sitzt noch ein Sven Neuhaus, 36 Jahre und finanziert sich seine Rente beim HSV. Oh Mann, wie alt ist der? Ja, 35, ja, ich dachte 36. Ja, mittlerweile vielleicht 36. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie sieht's mit der Energie aus? Die Ausstellung war ja nicht schlecht, die können wir so lassen. Ja, die Form, die kann besser werden bei manchen. Ja, Mikkel, jetzt bist du im Tor und jetzt wehe, du verkackst es hier an einer Spur. Dann tue ich nachher Van der Vaart ins Tor. Also ist mir ganz egal. Mache ich sowas. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt vernünftig spielen können. Und zwar gegen Freiburg. Ha, wenn ich mal wüsste, wie da das Hinspiel war. Ich weiß es echt nicht. So, X drücken. Gegen die Freiburger. Letztes Spiel gegen die Bayern war ja sehr erfreulich, was da uns geglückt ist. Dank Raphael van der Vaart, muss man ja mal wieder sagen. Oder Arnautovic. Ja, Schmidt bei denen verletzt. Sieg gegen Gladbach, Niederlage gegen Wolfsburg und Dortmund. Das ist die Statistik von Freiburg. Samstag, 6. April 2013, 3:30. Hamburg gegen Freiburg in Hamburg. Die Freiburger mit einem 4-4-1-1-System. Ja, die ist nicht schlecht, die Mannschaft, würde ich einfach mal so sagen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie das Hinspiel war. Können wir mal drunter schreiben und das Video. Ich könnte natürlich auch nachgucken. Ich habe alle Videos noch von FIFA. Alle auf der Platte. Aber wie gesagt, wer gerne mal nachguckt, der kann das gerne mal machen und es dann in die Kommentare schreiben. Würde ich mich freuen. Muss aber keiner. Generell zwingt euch ja keiner, irgendwas zu tun auf YouTube. Völlig freiwillig. So. Und ich mache hier gerade mal dieses Flankentraining. Weil ich das noch nie ganz geschafft habe, weil ich immer abgebrochen habe, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Weil ein Ding treffe ich irgendwie nie. Jetzt muss man in die Dinger reinschießen, oder wie ist das? Ja, wir müssen ein bisschen weiterlaufen, glaube ich. Ja, und dann schießt er das Ding einfach mal weg. Och, die Kiste hätten wir aber mal treffen können. Komm, jetzt geh doch mal rein da, Mann. Ich treffe hier immer nur diese Seiten von den Dingern. Ja, super. Können wir anfangen. Tabelle ist eindeutig. Jetzt sind nämlich alle von den Spieltagen in etwa gleich. Heißt, wir können niemanden überholen, außer Dortmund. Aber die können wir nicht einholen. 43 Punkte, wir sind jetzt noch ein bisschen im Niemandsland. Klar, der Anschluss nach hinten ist da, aber nach vorne ist nur noch Hannover vor uns und dann kommt erstmal nix. Trotzdem, die Siege sind wichtig. Wir wollen ja nach Europa. Wir wollen nach Europa und das ist sehr, sehr wichtig. Jendrisek, ja, die Freiburger haben natürlich damit nichts zu tun. Die sind relativ sicher im Mittelfeld. Klassenerhalt natürlich wahrscheinlich schon sicher. Und die wollen jetzt natürlich noch vielleicht ein, zwei Plätzchen hochgehen. Was war das denn? Oh, ich hatte schon wieder einen Heulkrampf fast. Das war Elfmeter, hundertprozentig. Schön gespielt auf Van der Vaart. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Unbeeindruckt davon. Van der Vaart, da, Schuss abgeblockt. Ja, das wäre es gewesen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das gerade ein Elfmeter war. Auch wenn ich nichts gedrückt habe. Aber so wie er den da abgeräumt hat, den Stürmer. Das muss ja fast Elfmeter gewesen sein. Schade, da kann der Ball nicht durchgesteckt werden von Van der Vaart. Und das wäre es gewesen. Im Gegenzug dann direkt das Tor durch Van der Vaart. Das wäre natürlich unverdient hoch 10 gewesen. Hätte ich mich auch eine Runde geschämt. Van der Vaart mit der Flanke. Da ist Arnautovic. Er kann das Ding nicht kriegen. Arnautovic. Jiracek. Ja, der kommt nicht an Ball.
Wie soll ich mich jetzt da wieder durcharbeiten? Jansen, der hat einen linken Fuß. Und so scheiße war der gar nicht. Wenn man den Controller da so den Stick ein bisschen rumzieht, geht der Ball sogar noch ein Stück aufs Tor zu. Nicht schlecht von Marcel Jansen. Natürlich, Heimspiel ist so richtig sonnig hier in der Arena. Ist immer ein bisschen schwer zu spielen, finde ich. So, Schürrle. Der ist ja in den letzten Spielen wieder ein bisschen mehr aufgetaut, würde ich fast sagen. Van der Vaart. Wachten mit Berger, aber da dachte ja, kommt einer mit. Ja, schöner Ball auf Van der Vaart und jetzt aus der Drehung. Aber abgeblockt. Ja, das war kein Elfmeter, Van der Vaart. Komm, da kannst du direkt aufstehen. Jetzt müssen wir einfach am Ball bleiben und aufpassen, dass wir hinten nicht zu offensiv stehen wie hier. Macchiardi. Ja. Ja, wie kam der Ball denn da jetzt durch? Dembele mit dem 1:0. 18. Minute, ist ja noch nichts verloren. Nur, wie ging der Ball denn da jetzt wieder durch? Würde ich mir gerne mal ansehen. Ja, Macchiardi führt den Ball. Ja, und Jansen macht die Beine auf. Was war das denn? Ja, 1:0, Rückstand. Kann ja nicht immer alles so laufen. Gegen die Bayern war es noch machbar und jetzt gegen Freiburg. Aber wir wissen ja, wir haben schon Dinger gemacht, wie gegen Stuttgart das 4:0 und da hatten wir davor gegen Greuther Fürth 1:0 verloren. Also, Macchiardi, was ist denn hier los? Ah, Mickel. Ach, das ist ja gar nicht Adler. Stimmt, das ist ja Mickel. Super, in seinem ersten Spiel direkt nach 12 Minuten oder so ein Tor gekriegt. Das ist natürlich echt motivierend. Ah, Schürrle. Der muss sich da auch irgendwo anbieten. Arnautovic kann da ja schlecht durchgehen. Berg. Da würde ich mich freuen, wenn der die Kiste heute trifft. Da würde ich echt mich freuen, weil der, dem gönne ich schon wieder fast mittlerweile. Weil das finde ich schön, wenn der ein Tor macht. Das ist nämlich ein Ur-Hamburger, den wir nicht gekauft haben. Berg. 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 Spitzer Winkel. Und wer steht mal wieder da zum Abstauber? Raphael van der Vaart. Ja, wer denn sonst? Der Typ wird mittlerweile zur Kopfballbestie. Unglaublich. Wieder hier. Berg, da setzt er sich schön durch. Versucht den Schuss aus dem spitzen Winkel. Van der Vaart war auch nicht wirklich frei. Ja, und wenn der Keeper den Ball nicht festhält, dann köpft Van der Vaart das Ding halt einfach rein. Ganz einfach. Van der Vaart, glaube ich, 13. Saisontor mittlerweile. Also der trifft in letzter Zeit wieder häufiger. Mainz geht in Führung gegen Nürnberg. Ja, ist doch gut gelaufen. Tor gekriegt und direkt im Gegenzug das 1:1 gemacht und im Gegenzug das 2:1 durch Dembele. Was macht denn Mickel da? Also, was haben wir denn da uns wieder für eine Pflaume ins Tor gestellt? Da bin ich ja besser. Ihr wisst vielleicht, ich bin Torwart. Was haben die denn da gerade gemacht? Flanke. Ja, Santana, da war schon der Fehler. Und Mickel boxt drunter durch. Ja, und dann ist es für Dembele natürlich ein einfaches. Ja, 2:1. Also, das Spiel ist auf jeden Fall mit mehr Toren. Nationalmannschaft immer mit weniger, aber beim HSV da brennt ja immer die Hütte. Sowohl vorne als auch hinten. Und jetzt müssen wir natürlich wieder rankommen. Aber haben wir eben auch geschafft. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt auch. Würde mich mal interessieren, ob das jetzt Markus Berg eben als Vorlage angerechnet wird, weil er hat ja quasi die entscheidende Aktion geliefert dazu. Komm, bring den Ball nach vorne. Kriegt er den Ball hin? Nee, natürlich nicht. So aus der Drehung kann der Ball ja nichts werden. Ja, und ich mach's direkt nochmal, weil ich ja weiß, dass nichts werden kann. Dembele, Jendrisek. Da muss ich jetzt echt mich konzentrieren, dass wir hier nicht noch ein 3:1 fangen, weil dann wird's echt ärgerlich. Macchiardi. Ich glaube, der hat jetzt zwei Vorlagen. Mickel. Mickel hält. Und Giracek bringt das Ding kaum hinten raus. Jetzt fange ich schon an zu lallen, weil ich mich echt versuche zu konzentrieren eigentlich aufs Spiel. Komm, an den Ball ran, Jungs. Das ist nicht einfach hier gegen die Freiburger, das merke ich schon. Aber wir müssen das Ding holen. Sonst hat der Sieg gegen Bayern ja gar nichts gebracht. Wenn wir dann gegen Freiburg die Punkte wieder liegen lassen. Berg, oh, wenn er da nicht ganz so unbeholfen da durchgeht, sondern den Ball sich noch einmal vorlegen kann, dann haben wir vielleicht die Chance, aber so. Da hätte ich jetzt aber Freistoß getippt, mein Freund. Müssen wir mal wieder aufpassen. Die Freiburger immer über die Außen. Und immer gefährlich vom 16er.
Westermann, komm, bring das Ding jetzt. Ja, da ist überhaupt keiner. Die Verbindung fehlt da vorne so ein bisschen. Jetzt muss man mal echt überlegen, was wir jetzt machen. Ich glaube, ich weiß schon wieder, was ich mache. Die Bayern sind in Einsatz. Mich interessiert gerade momentan so ein bisschen, warum die so am Abscheißen sind. So, Mikkel bleibt ein Tor. Klar, kann ich nicht viel dran ändern. Schürrle in Sturm, das kennen wir ja. Und Markus Berg raus, da kommt dann Ilicevic. Das Prozedere kennen wir ja schon. Das machen wir jetzt auch wieder. So, los geht's. Beister. Auf den Außen. Mit dem müssen wir das Ding mich erstmal wieder halten. Und dann warten, bis einer überholt. Typisches Ding, wie wir es immer machen. Jiracek, schön. Ja, und das meine ich. Wieso läuft der dann einfach nicht mit dem Ball weiter? Brustannahme, Ball weiterführen. Also das lernen wir schon bei uns in der B-Jugend. Und wir sind kein Jugendsportinternat oder sowas. Wir sind ein ganz normaler Dorfverein. Ja, Dorf jetzt nicht mehr ganz, aber schon so ziemlich. Ja, Jendrusek ist einfach durch. Mikkel hält das Ding. Tor ist frei. Aber schlecht gespielt von den Freiburgern. So, jetzt müssen wir irgendwie noch zwei Tore machen. Das ist wichtig. Ihr versteht das vielleicht nicht, aber ich will ja hier noch nach Europa. Da ist mir ein Unentschieden gegen Freiburg sicherlich nicht genug. Beister, Flanke. Arnautovic, von dem haben wir jetzt auch längere Zeit doch kein Tor gesehen. Oder meine ich das nur? Also ein, zwei Spiele mit Sicherheit schon. Diekmeyer, der muss eigentlich schneller sein als Caligiuri, nur der ist auch schon ziemlich erschöpft. 54 Minuten auf dem Buckel und schon so erschöpft. Komm raus, Santana, schön. Schön, Schürrle. Jetzt müssen die mal abgehen nach vorne. Schöner Ball, ja, vielleicht kann Schürrle dahin. Na, ja, kommt er aber nicht. Schön, der läuft ins Aus. Da können wir jetzt das Ding, ja, wie soll man den denn jetzt hier einwerfen? Jetzt müssen wir hier zu dem werfen, geht ja nicht anders. Schürrle. Ah, Abseits, wäre eh Abseits gewesen. Bisschen früher der Ball und es wäre alles gut gewesen, aber er spielt den Ball einfach viel zu spät. Oh, komm, wir müssen das hier schaffen, Jendrisek. Santana stört, sehr gut. Jetzt müssen wir den Ball nur mal nach vorne kriegen überhaupt, weil da ist überhaupt keine Entlastung hinten. Ja, und der passt ihm dann genau in die Beine. Also das darf dann natürlich auch nicht passieren. Komm, lauf! Lauf mal, Schürrle! Also den hat man mir mal empfohlen, weil der auch relativ schnell wäre. Wo war der denn gerade schnell? Da haben die alle nichts mehr auf Sack. Also das kann irgendwie dann auch nicht sein. Komm, Jungs, reißt euch zusammen. Habe ich eigentlich schon auf offensiv gestellt. Jetzt sind wir sehr offensiv. Offensiv reicht auch. Jiracek, komm, das Ding raus. Westermann, schön, Ball nach vorne. Jetzt geh doch mal. Schürrle, was machst du denn? Er bietet sich jetzt von mir aus, spult zurück, wenn er jetzt sagt, was spielst du denn für Scheißpässe. Er bietet sich an, lang zu gehen. In dem Moment, wo ich dann drücke, geht er doch wieder drei Schritte zurück und hat dann dadurch keinen Vorteil mehr. Und wir kommen überhaupt nicht nach vorne. 70. Minute. Die Freiburger haben uns hier relativ sicher. Haben uns am Kragen. Komm, Beister, lauf. Du bist doch schnell. Beister. Maximilian Beister. Das Ding werde ich jetzt in die Mitte legen. Was? 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 Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen, oder? Also ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu laut ins Ätzel geschrien. Oh Mann, was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Arnautovic, ich habe den Knüppel ohne Scheiß. Es lag nicht an mir jetzt. Ihr müsst mir das jetzt glauben. Ich habe diesen Knüppel gerade so nach links gedrückt. Gerade wie man ihn nur drücken kann. Aber hätte ich ihn weiter gedrückt, wäre er abgebrochen in der Richtung. Und was macht Arnautovic? Der schießt das Ding am leeren Tor quasi vorbei. Jetzt, was ist das? Jetzt auf einmal Markus Berg trifft ab und zu mal wieder und jetzt kann auf einmal hier Arnautovic nichts mehr. Hat er jetzt Angst um seinen Stammplatz oder was? Oh, was war das denn? Wir sind durch und dann macht Arnautovic hier sowas. Ich fasse es nicht. Ich bin geschockt. Ihr wahrscheinlich jetzt auch, weil ihr jetzt einen Hörsturz habt, aber tut mir leid. Das ist jetzt einfach mal so explodiert. Aus mir heraus.
Oh Mann, ey, was war das denn? Da könnte ich mich jetzt wieder drüber auslassen. Was habe ich denn jetzt da wieder falsch gemacht? Mehr als den Knüppel. Mickel. Ah, guck der nur zu. Was hat der denn geraucht, ey? Schön, langer Ball auf Schürrle. Den können wir kriegen. Wenn er läuft. Wenn er denn dann läuft. So ein Horst, ey. Rennt den Verteidiger um, aber kriegt den Ball nicht. Meine Herren, meine Herren. Oh, 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 das ist wieder so ein schönes Spiel. Es hat so schön angefangen. Da haben wir den Führungstreffer direkt wieder umgedreht. Das Gegentor war ja auch noch nicht schlimm. Aber dann das hier gerade. Da ist man durch, legt den Ball rüber. Und was macht Arnautovic? Er schießt am leeren Tor vorbei. Und jetzt sind wir hinten richtig offen. GD. Abgefälscht. Mickel, komm, wirf das Ding ab. Hoffentlich zu einem Mann. Komm, Arnautovic. Jetzt müssen wir das Ding hier irgendwie nach vorne springen. Schürrle. Schürrle. Und der Keeper hält das Ding. Unglaublich. Das war eine starke Parade. Komm, Schürrle, bring das Ding rein. Noch ist nichts verloren. Ah, Diekmeyer kann den Kopfball nicht platzieren. Schade. Komm. Kommt, Jungs. Wir haben noch eine Szene vielleicht. Eine haben wir noch. Arnautovic, mach alles gut, was du gemacht hast gerade eben. Das wäre der Ausgleichstreffer gewesen. Nur der blinde Österreicher trifft das Tor nicht. Arnautovic. Keeper hält den Ball nicht fest. Jetzt kicken sie natürlich hinten hoch raus. Ja, wie soll ich jetzt an den Ball kommen? Die Freiburger sind ja auch nicht blöd. Und da ist es vorbei. Heimniederlage gegen Freiburg. Also Arnautovic, dem wird jetzt erstmal das Gehalt gekürzt für die nächsten 10 Jahre. Oh Mann. Kommt die Szene nochmal. Wir lassen sie mal durchlaufen so lange. Ja, das war das 1-0. Da sieht Mickel auch nicht super aus. Das ist dann das... Ne, das da sah er besser aus. Das muss man ja mal ehrlich zugeben. Das war das Tor von Van der Vaart. Wann kommt die Szene mit... Ja, da war das Tor, wo dann Mickel... Ja, zwei Torwartfehler im Endeffekt. Wann kommt denn die Szene... Ja, das sah wieder besser aus von Mickel. Wo sind die eine Szene, wo Arnautovic sich für sein Leben lang blamiert hat? Also die Szene müsste man echt in den Jahresrückblick schneiden von mir, wenn es einen gäbe. Das war die Aktion von Schürrle. Ja, dann kommt es nicht mehr. Das ist selbst FIFA zu peinlich, die Aktion. Oh Mann, Heimniederlage gegen Freiburg. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen, auch wenn ich ein bisschen rumgeschrien habe. Ich hoffe, euren Ohren geht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.